So Leute, es geht weiter mit Guild Wars 2, Living Story 5, Feiern und Rivalitäten. Ja, wir sollen jetzt die Ängste beseitigen von den ganzen Chars hier bezüglich halt uns gegenüber und Arine. Und da sollten wir jetzt so verschiedene Events abschließen, und das habe ich jetzt halt jetzt mal offscreen gemacht, weil das halt schon ein bisschen länger gedauert hat. Wobei ich sagen muss, da war ein Event, das war ziemlich lustig, muss ich sagen. Das war, wo war es denn? Ja, genau, hier weiter unten. Bühne der Blutlegion. Da ist nämlich so ein Metal-Event oder so ein Konzert, besser gesagt. Und ja, es ist einfach mega funny da. Hätte ich eigentlich mal auch aufnehmen können, aber ja, ich habe es dann doch sein gelassen. Es hat dann halt alles ein bisschen länger gedauert. Gut, das habe ich jetzt halt abgeschlossen, und jetzt sollen wir ja mit der guten Kretia nochmal reden. Ja, tun wir das mal. Übrigens ist das wirklich ein sehr schönes Gebiet hier. Also ich habe es jetzt schon ein bisschen, bin ja schon ein bisschen rumgeritten, und also ich muss sagen, es sieht für mich aus wie eine schönere Version von Ascalon auf jeden Fall. Also von den Ascalon-Gebieten. Weil Ascalon ist ja mehr oder weniger ein, ja, Ödland, sage ich jetzt mal. Also es sieht an manchen Stellen ziemlich verkommen aus, weil es ja damals einfach eine Menschenstadt war, die halt zerstört wurde. Und das hier ist einfach, ja, ein echt mega schönes Gebiet so. Ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern. So, jetzt rede ich mit ihr, genug geredet. Gute Arbeit da draußen, Kommandeur. Die Leute scheinen sich gut zu unterhalten. Bis jetzt. Ihr solltet euch aber trotzdem bei den anderen Imperatoren melden. Sie sollten in ihren jeweiligen Lagern sein. Verdient euch ihr Vertrauen. Das wird helfen, die Dinge ins Lot zu bringen. Noch eins. Ich habe erfahren, dass General Seelenhüter hier ist. Wenn ihr Zeit habt, könntet ihr bei den Zelten nach ihr sehen? Sie und Bangar können sich nicht riechen. Und ich würde einen weiteren Zwischenfall gern vermeiden. Sprecht mit Ephraim Ruhmgroß von der Flammenlegion. Okay, also wir sind jetzt mit den verschiedenen Generälen reden. Okay, wo fangen wir am besten an? Ja, die sind ja alle ziemlich in der Nähe. Gehen wir doch vielleicht erstmal zur Flammenlegion, weil da war ich auch schon. Bei unseren ja eigentlich damaligen Feinden. Musst du dich vor einem Kampf nicht fürchten. Alter, ist das cringy. Ich bin auf der Suche nach eurem Imperator, falls ihr einen habt. Noch nicht. Nicht offiziell. Wir haben nur diesen Waffenstillstand, den wir mit Todbringer ausgehandelt haben. Und wer ist dafür verantwortlich? Das bin ich. Ich würde mal sagen, das macht euch zum Spitzenkandidaten. Das hoffe ich doch. Hat übrigens Jahre gedauert. Jahrhunderte. Aber da wären wir. Die von uns, die Frieden wollen. Ich bin Ephraim. Und ihr müsst der Paktkommandeur sein. Der Drache hat euch verraten. Wo wir gerade dabei sind. Nicht nötig. Es ist eine neue Welt. Sie sucht noch immer ihren Platz darin. Genau wie wir. Todbringer hat unsere Jungen verlangt, als Beweis unseres guten Willens. Die meisten trainieren schon im Pharar der Blutlegion, aber... Ich gehe nicht dahin zurück. Dort hassen sie mich alle. Besonders die anderen Mädchen. Ich hatte etwas Widerstand von anderen Legionen erwartet, trotz Bangars Unterstützung. Doch die Grausamkeit von Kindern hatte ich unterschätzt. Wollt ihr, dass ich mit ihnen spreche? Könnte nicht schaden, wenn sie wenigstens etwas Güte von Fremden erfahren. Okay.
Hier gefällt's mir nicht. Mir fehlt mein Zuhause. Mir fehlen die Lektionen nur mit den Mädels. Veränderung kann hart sein, aber wenn sich eine Tür schließt, geht ein Fenster auf. Das tut mir leid, aber manchmal werden alle Dinge besser, wenn man ein klein wenig Geduld hat. Ja, ich nehme mal das erste. Eure Platidyn nehme ich zur Kenntnis. Okay. Wir haben früher gegen die Blutlegion und all die anderen gekämpft. Jetzt beschimpfen sie uns. Wie können wir Freunde werden? Friede ist keine leichte Mission. Die Ältesten der Flammenlegion brauchen deine Hilfe, um sie zu vollenden. Weißt du, die schwarze Zitadelle wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Die Zeit heilt alle Wunden. Ich nehme mal das weiter. Wollt ihr damit sagen, dass wir letztendlich alle tot sein werden und dass das hier deshalb sowieso alles egal ist? Schätze, das könnte ich wohl im Geiste behalten. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so sagen, aber egal. So, das ist doch blöd. Ich hatte schon einen Trupp, aber dann hat man uns getrennt. Ich hasse die Blutlegion. Ich will nicht zu ihnen gehören. Du wirst immer zur Flammenlegion gehören, aber die Legionen brauchen einander. Behalte dein Kinn oben, Junges. Manchmal ist das, was wir hassen, das Beste für uns. Ich finde das Erste hört sich besser an. Ich will sie nicht brauchen, ich will meinen Trupp bloß wieder haben. Vielleicht ist es ja die Blutlegion, die dich braucht. Was könntest du ihnen denn beibringen? Sie wissen nichts über Magie, sie benehmen sich sogar, als hätten sie Angst davor. Dabei könnte ich ihnen vermutlich helfen. Gesprochen wie ein wahrer Krieger. Nun, Kleines, was meinst du? Noch ein Versuch? Na schön. Diesmal werde ich versuchen, nicht den Schweif von irgendwem in Brand zu stecken. Danke, Kommandeur. Auf dass wir diese neue Welt besser machen als die alte. Na, ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass... Sie schenken gratis Bierproben aus. Ich denke, bisher hatte ich 12 oder so. Egal wie oft ich zurückkomme, sie geben mir jedes Mal noch eins. Und hier kommt Nummer 13. Hast sie wieder überlistet, Brian? Ja, das ist auch immer funny. Da kommen immer so kleine, ja, Sprachnotizen halt von Braham und diesen anderen neuen Char. Ja, die haben sich anscheinend echt gut angefreundet. Und ja, da kommen immer zwischendurch so kleine Sequenzen. Finde ich eigentlich ganz funny. Ja. Aber da sieht man auf jeden Fall, dass Char und Norn gut miteinander auskommen. Aber ihr nicht. Wo sind eure Zelte? Kommandeur, es ist mir eine Ehre, den Drachentöter persönlich kennenzulernen. Verzeiht die Dürftige zur Schaustellung. Wir sind Spione, keine Politiker. Wir setzen uns nicht in Szene. Und dennoch habt ihr beschlossen, selbst herzukommen. Eine Führungsperson, die so beschäftigt ist? Ihr hattet gehofft, mich einschätzen zu können. Aber ihr solltet mich nicht im Auge behalten. Ihr meint Aurin. Es ist eine neue Welt. Aufregend, aber auch gefährlich. Ihr seid mir gefolgt? Ich wusste, die Asche-Legion würde sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, etwas gute, altmodische Aufklärung zu betreiben. Smodur und Banga wetteifern beide darum, Khan-Ur zu werden. Dann wäre da die kleine Angelegenheit mit der Flammenlegion und euer Drache. Aurin ist das geringste eurer Probleme. Sie ist die Wurzel davon. Kralkatorik stellt keine Bedrohung mehr dar. Und im Augenblick weiß niemand genau, was das für uns bedeutet. Wir haben jedoch ein Wiederaufflammen der Aktivitäten von Abtrünnigen und Separatisten bemerkt. Sie werden dreister. Das gefällt mir nicht. Auf beiden Seiten versuchen Extremisten mit Gewalt, den Ebon-Falke-Vertrag zu untergraben. Großartig. Was kann ich tun? Haltet die Ohren offen. Ich will Tribun Steinglanz nicht beunruhigen, aber... Bei einer Versammlung wie dieser hier weiß man nie, wer oder was alles aus seinen Löchern kriechen könnte.
Ja, das war ja immer das Problem. Es ist mega gut. Ja, was ich sagen wollte, das war ja schon auch damals in dem ersten Guild Wars Teil so, dass halt es immer Probleme gab zwischen Char und den Menschen. Damals halt noch schlimmer. Und das ist, hat sich halt bis heute nicht groß verändert. Es gibt halt immer noch viele Konflikte zwischen Char und den Menschen. Und ja, da hat sich ja auch so eine neue Organisation gebildet, die Ebon Falke, die ja, soweit ich weiß, halt dafür kämpfen wollen, dass halt sich alle verbünden miteinander und ja, aber mehr weiß ich da jetzt auch nicht mehr, es ist zu lange her einfach. Ja, aber jetzt ist, steht natürlich auch die Frage offen, wer ist jetzt unser nächster Feind, ja. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht wieder die Flammenlegionen sein wird, dass die sich nicht vielleicht doch wieder gegen uns verschwören. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber fände ich jetzt ein bisschen lame. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze hier noch weitergehen wird. Leg einen Zahn zu. Wir haben noch einen Haufen Ausrüstung. Sieht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Wenn das nicht der Paktkommandeur ist. Oder nennt man euch jetzt Champion? Einen Moment tötet ihr Drachen, im nächsten Moment seht ihr ihn beim Schlüpfen zu. Einer unserer Motoren ist auf dem Weg kaputt gegangen. Sabotage durch Abtrünnige. Und wir sind alle zu beschäftigt, um ihn zu reparieren. Ich habe hier irgendwo noch ein paar überschüssige Teile. Vorausgesetzt, dass sie die nicht auch geklaut haben. Smodo, irgendwie habe ich diesen Typen schon mal irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht mehr wann und wo genau das war. Keine Ahnung, ich glaube, es war auf jeden Fall in der letzten Living Story. Ist auf jeden Fall der Anführer der Eisenlegion und wir sollen jetzt Ersatzteile finden. Eisenlegion Motor. Diese Maschine fehlen noch ein paar Teile. Smodo sagte, sie sollten sich in Holzkisten befinden. Ja, okay. Wir müssen halt diesen Motor irgendwie wieder in Gang bringen. Und da war ein Verschlänger drin. Davon gibt es ja auch genügend. Von diesen Verschlängern. So, hier haben wir ein Ersatzteil. Zack. Nummer 1. Ja, gleich ein bisschen Flächendamage hier, damit es schneller geht. Wir sind der Dragon Hunter. Wir machen ja gut Damage. Alter, wenn ich einfach mal überlege, wie ich in meiner Anfangszeit, wo ich halt noch meinen normalen Guardian gespielt habe, mit Rufen, wie wenig Damage ich da einfach gemacht habe. Ja. Merke ich doch einfach, dass es jetzt deutlich angenehmer ist mit dem Kämpfen. So, Nummer 3. Hier ist sogar wieder irgendein Event am Start. Wo sind wir jetzt eigentlich? Zur Lager der Eisenlegion, ja. Macht Sinn. Und Nummer 4. Das war ja easy. Gute Arbeit. Und jetzt sagt mir, was ihr wirklich wollt. Wegen der Eröffnungszeremonie. Ihr meint den Teil, als euer Drache beinahe alle gebrandmatt hätte? Sie würde niemandem etwas tun. Ich habe versucht, Bangar zu erklären. Bangar.
Wenn wir jemals einen neuen Khan Ur bekommen, dann jemanden, der die Vision besitzt, uns wirklich zu vereinen. Jemand wie ihr? Das Abkommen mit den Menschen wollte er nicht unterzeichnen. Okay, kein Ton. Ihr glaubt nicht, dass er die besten Interessen der Char im Herzen trägt? Er ist alt, genau wie seine Denkweise. Für jemanden, der groß von der Zukunft erzählt, klammert er sich wahrhaftig an die Vergangenheit. Aber ihr versteht schon, dass Orin keine Gefahr darstellt. Ihr seid der Visionär. Ich wünschte, die anderen Imperatoren könnten das sehen. Jetzt, da Kral Katorik weg ist, sollten wir uns vielleicht alle zusammensetzen und etwas plaudern. Okay, also er hat anscheinend doch Verständnis dafür. Alter, wie oft kommt der eigentlich an? Ja, die kenne ich. Oh Mann, der ist hackedicht. Oh, Almora Seenhüter, was geht? Sehr dringend, ihr versteht doch. Natürlich. Immer her damit. Wer war das? Vangas Ministerin für Moral. Will, dass ich bei irgendeinem Konzert auftrete. Ihr wollt nicht feiern. Ich bin nur auf der Durchreise. Kalkatorik ist erledigt, aber es schwirren noch drei weitere Altdrachen frei herum. Keine Sorge, wir unternehmen noch nichts. Noch nicht. Die Wachsamen haben einen Außenposten in den Zittergipfeln, der die Lage mit Jormag beobachtet. Ich bin unterwegs dorthin, um die gute Nachricht selbst zu überbringen. Wenn sich etwas tut, lasse ich es euch wissen. Danke, Almora. Gern geschehen. Und nun lenkt bitte die Ministerin ab, damit ich mich davonschleichen kann. Okay, wir sollen die Ministerin jetzt irgendwie ablenken. Machen wir das doch mal. Was habe ich da von einem Konzert gehört? Bin ich eingeladen? Nun. Und da rennt sie schon weg. Was ich mir erhofft hatte. Aber ich schätze, ihr habt immerhin mitgeholfen, Kral Katorik zu töten. Na schön, Kommandeur. Ich lasse euch auf die Liste setzen. Versucht diesmal euren Drachen an der kürzeren Leine zu halten, ja? Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss eine Prominente für das Konzert gewinnen. So, wir haben jetzt mit allen Generälen geredet. Oh ja, da gibt's anscheinend gleich eine Schlägerei. Ich frag mich eigentlich, wie viele unterschiedliche Texte es da jetzt gibt von den beiden. Also, ich hoffe auf jeden Fall immer wieder neue Stories von denen. Na schön, Krezia. Ich habe mich mit den Imperatoren getroffen. Niemand wirkte allzu aufgebracht. Gut. Wenn wir Glück haben, läuft diese Einheitsfeier problemlos ab. Kommandeur? Könnt ihr mich abholen? Alter, was will denn jetzt? Wo seid ihr? Die haben mir ein Gespräch erlaubt und ich habe gesagt, ich werde meinen besten Freund auf der ganzen Welt anrufen. Und das seid ihr. Das Gefängnis. Mir tut das Gesicht weh.
Mir tun die Fäuste weh. Mir tut alles weh. Ihr seid doch nicht böse, oder? Nicht böse sein. Oh, oh, oh. Sammelt euren Norn ein, Kommandeur. Sagt den Wachen, ich hätte seine Freilassung genehmigt. Rame sitzt einfach mal im Knast. Das sieht wertvoll aus. Okay, gut. Dann suchen wir mal unseren guten Kumpel mal auf. Ja, jetzt ist natürlich jetzt eine neue Story. Ich weiß mal wieder nicht, wie lange ich aufnehme. Ich denke, ich mache einfach mal schnell einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.